Das Rote Meer ist bekannt für seine atemberaubende Unterwasserwelt und bietet eine Vielzahl von faszinierenden Tieren. In dieser Videoreihe werden einige der spektakulärsten Bewohner vorgestellt. Taucht ein in eine faszinierende Welt voller Wunder. Der Rotfurfisch, Pterua volitans, ist eine Art von giftigen Meeresfischen, die im Roten Meer und in anderen tropischen Gewässern vorkommen. Sie sind bekannt für ihre leuchtend rote Farbe und ihre langen, giftigen Stacheln, die sie zur Verteidigung gegen Raubtiere und Menschen einsetzen können. Der Rotfurfisch hat eine ovale Körperform und kann bis zu 40 cm lang werden. Seine Färbung variiert von rot bis orange und er hat weiße Streifen auf seinen Flossen. Die Stacheln auf seinem Rücken und seinen Flossen sind mit einem giftigen Sekret gefüllt, das bei Kontakt mit der Haut starke Schmerzen, Schwellungen und sogar Lähmungen verursachen kann. Sie sind Raubtiere und ernähren sich von kleinen Fischen, Krebstieren und anderen Wirbellosen. Sie sind territorial und verteidigen ihr Revier aggressiv gegenüber anderen Fischen und Tauchern. Für Menschen können Rotfurfische eine ernsthafte Gefahr darstellen, insbesondere für Taucher und Schnorchler. Wenn man von einem Rotfurfisch gestochen wird, sollte man sofort medizinische Hilfe suchen und den betroffenen Bereich mit heißem Wasser behandeln, um das Gift zu neutralisieren. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein und sich bewusst zu sein, wenn man sich in Gewässern aufhält, in denen Rotfurfische vorkommen. Taucher und Schnorchler sollten sich von den Fischen fernhalten und sie nicht provozieren oder reizen. Wenn man einen Rotfurfisch sieht, sollte man ihm ausweichen und ihn nicht berühren.